Herzlich willkommen. Ich begrüße euch wieder zu Anno 1404, wo wir hier einen Dom Bald haben. Ist es geschafft. Ja, wenn uns den nur wir hoffentlich rechtzeitig beenden werden, diesen Bau. Und es sieht doch alles sehr, sehr gemütlich aus hier. Wir sehen, wir haben einige Bürger. Wir Eine wollen Produktion mehr Patrizier. Das sollten wir auch unbedingt weiter forcieren. Wir sehen, da steigt schon das nächste Wohnhaus wieder auf. Das geht alles sehr, sehr gut voran. Und im Moment sehen auch die Rohstoffe noch sehr gut aus. Wir haben leider nicht sehr viele Steine. Das ist das Einzige, was wirklich ein Problem ist gerade. Das heißt, wir könnten überlegen, ob wir einfach von hier oben mal ein paar Steine wieder abholen. Ich meine, wir haben gerade nicht so viel zu tun. Dann machen wir das mal. Wir müssen eigentlich nur warten. Diese Stadt ist ein angemessener Ort für Leute von Stand. Das ist korrekt. Und solange wir halt genügend Adlige und so weiter haben und solange wir genügend Rohstoffe haben, um hier auch die Leute auch weiter aufsteigen zu lassen, können wir uns das alles soweit leisten. Das ist doch schön. Komm, dann lassen wir auch die Bürger noch ein bisschen aufsteigen. Die wollen nämlich auch noch hier zwei. Wir haben noch zwei weitere Plätze für Bürgerhäuser. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Nochmal machen. Zwielichtige Gestalten wurden in der Stadt gesichtet. Was? Spione von Lucius. Oh nein, nicht schon wieder. Okay, wo sind sie? Bald ist es geschafft. Da ist einer. Wenn uns nur nicht das Glas für die Fenster ausgeht, noch einer. Können wir vor Lucius fertig sein. Ja, dafür werden wir schon irgendwie sorgen. Wir müssen nur gucken, dass wir sämtliche Spione ausschalten. Ah, da sind sie doch alle. Bald ist es geschafft. Nein. Wenn uns. Ich wollte den Spion hier. Wo ist er denn? Achso, den haben wir anscheinend schon gekriegt. Wie viele muss ich finden? 6 Spione. 5 haben wir schon. Okay, das heißt, einer fehlt noch. Den werden wir wohl auch noch irgendwo auftreiben. Die sollten ja hier alle rund um den Dom zu finden sein, theoretisch, oder? Also hier ein Spion. Wie drehe ich jetzt nochmal? Ich kriege das mit. Nee, so drehe ich nicht. Ach Gottchen. Das ist natürlich jetzt ganz doof. Wie drehe ich denn das Bild bitte? So, sehe ich von hier oben vielleicht ihn da rumlungern? Nee, da sehe ich leider auch nichts rumlungern. Oh, warte, was hier unten ist, was? Jetzt ist aber nicht der Spion. Ah, mit dem Mausrad. Ah, okay. So ging das. Spion? Der Herr Spion, wo verstecken Sie sich denn bitte? Das finde ich äußerst Eine Produktion uncool, kommt zu Ende. Dass der... Aha. Ja, gerne. Gib mir ruhig Geld. Hallo? Oh Gott, jetzt kriege ich aber gerade, jetzt schiebe ich gerade ein bisschen Panik. Noch 35 Sekunden. Verdammt. Hä, wo ist er denn? Wo soll der letzte Spion sein? Ah, da ist er. Bald ist es geschafft. Ihr mein Gott, habt die Spione. Das ist gut. Wer weiß, was sie im Schilde führten. Ja, nichts Gutes auf jeden Fall. Okay, wie viel... Oh, es dauert trotzdem noch ein bisschen Zeit hier. Bald ist es geschafft. Ja, bald ist es geschafft. Wir brauchen aber noch ein bisschen was. Ihr Leute, arbeitet bitte fleißig. Wir brauchen sämtliches Glas und sämtliche Werkzeuge, die wir kriegen können. Okay, haben wir denn jetzt schon... Ja, okay, das heißt, die Bauern können wir auf ausgeglichen stellen. Das ist okay. Die Bürger sind weiterhin aufstiegsbereit und ich sollte hier vielleicht einfach mal die Steine einladen und hier runterbringen. Wenn wir doch schon sind. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. So, was fehlt denn sonst noch hier? Also, Leinenkutten gehen so langsam zur Neige, wie es scheint. Das heißt, wir müssen Weber irgendwie auf Vordermann bringen. Hanfplantage kann auf jeden Fall die Arbeit wieder aufnehmen. Die sollten arbeiten. Und der Mosthof. Gut, okay. Sehr gut. Sehr gut. Was haben wir hier? Waffenschmiede. Achso, die kann tatsächlich auch auf Null bleiben. Das ist okay. Was haben wir hier? Die Glasschmelzen, Holzfällerhütte. Ja, mein Gott, das ist alles gerade nicht so wichtig. Werkzeugmacher könnten wir mal wieder
in Gang bringen. So, Mühle, Bäckerei ist eigentlich alles entspannt. Aber, naja, gut. Die können jetzt auch wieder. Wir sind jetzt ja nicht mehr so in Geldschwierigkeiten. Trotzdem, wo? Ah, da ist die Webstube. Die Webstuben sind wichtig. Die brauchen wir auf jeden Fall. Okay, so. Dann können die jetzt auch mal ein bisschen weiterarbeiten. Ja, wir haben so viele Hanfplantagen hier. Ja, und zu wenig Hanf. Auf jeden Fall. Ich baue hier auch mal ein neues Markthaus hin. Markthaus. So. Okay, die werden hier beliefert und der sammelt von denen alles ein. Okay, das ist gut. Ja, wir haben keine Steine im Moment. Das wusste ich. Aber wir laden hier jetzt alles aus und schon haben wir wieder genügend Steine, um alles zu bauen, was wir hier bauen müssen. Sehr schön. Ja, wir haben dann auch bald ein paar Patrizier bekommen. Sehr cool. Okay. Noch mehr Leute. Noch mehr Leute. Und wir dürfen jetzt nicht aufgeben. Ich habe Informationen erhalten, dass mein Vetter, der Kaiser, mit seiner Flotte hierher unterwegs sein soll. Das ist sehr cool. Das gefällt mir sehr. Denn dann können wir nämlich uns tatsächlich hier auch überlegen, ob wir nicht vielleicht wieder auch die Waffenschmiede wieder in Gang bringen. Können wir noch ein paar Waffen produzieren und auch gucken, was wir hier sonst noch haben, weil wir Schulturm. Kostet zum Glück überhaupt nicht viel Geld. Wehrturm, Zwinger hier und der Medikus. Ach, den Medikus hätten wir mal vielleicht schon mal ein bisschen früher bauen können, wo er war. Vielleicht gar nicht so doof gewesen, wenn ihr mal irgendwo in das Gebiet, in das Stadtgebiet reinzusetzen. Das Kerngebiet. So, wir haben ja mittlerweile schon wieder echt eine ganz gute Menge an Geld. Das ist ganz schön. Wir machen jetzt auch plus ordentlich von 303. Eine sehr gute Sache. Kaiserdom-Fundament und eine Hecke. Jo, warum nicht? So, hier steigen und steigen mehr ich und mehr Wohnhäuser auf. Aber frohlocken kann ich auch nicht gerade. Also genau, wir stellen die auf euphorisch, damit sie, nee, auf glücklich, damit sie einziehen weiterhin. Damit wir auch mehr Patrizier überhaupt bekommen. Nicht, dass die einfach nur von Bürgern zu Patriziern werden, aber dann nichts passiert. Weil wir sehen, hier wohnen halt überall nur 16 Leute drin. Ist halt nicht so viel. Da geht noch mehr. Ach, ist aber schon schön, oder? Haben wir doch hier eine schöne zwielichtige Gestalten wurden in der schon wieder? Alter, warum denn? Bald ist es geschafft. Wenn uns nur nicht das Glas für die Fenster ausgeht. Wie oft kommen denn hier jetzt noch Spione? Fertig sein? Da. Bald ist es geschafft. Na bitte. Achso, das war noch gar nicht der letzte. Das war der letzte. Das war auch noch nicht der letzte. 8 Spione. Das werden ja immer mehr. Was will der denn mit den ganzen Spionen hier? Zum Erliegen. Komischer Lucius. Verzieh dich mal. Was willst du denn hier die ganze Zeit? Ich meine, ich baue doch hier nur rum. Das ist doch, da gibt es doch nichts. Nichts zu sehen. Hier gibt es nichts zu sehen. Ihr habt die Spione. Ja, das danke. Ist gut. Wer weiß, was sie im Schilde führten. Ja, das kann ich dir sagen. Bald ist es geschafft. Wir wollten hier uns sabotieren. Wenn uns nur nicht das Glas für die Fenster ausgeht, können wir vor Lucius fertig sein. Glas geht uns überhaupt nicht aus. Wir sehen, wir brauchen nur noch 27 Glas. Das ist super entspannt und wir brauchen noch 60 Werkzeuge. Das ist, glaube ich, im Moment eher das Problem. Könnt ihr nicht ein paar Armen? Fällt mir jetzt direkt ein Stein vom Herzen. Ja. Haben wir denn genug? Fällt mir jetzt direkt ein Stein vom Herzen. Na, das ist doch schön. Wo haben wir denn hier? Jetzt brauchen wir, wir brauchen auch ein neues Armenhaus hier irgendwo, wa? Wo können wir das denn hinbauen? Ja, hier irgendwo oder so. Ja, guck mal, hier passt doch super. Neben die Feuerwache. Sehr gut. Haben wir ein paar Bettler hier drin. Sehr schön. So muss das sein. So, es blinkt hier schon ganz verrückt. 73 Werkzeuge. Alles gut. Guck mal, ach hier, wir sehen, die Bauern können doch schon mal nochmal aufsteigen. Ne? Kriegen wir noch ein paar mehr Häuschen.
Oh, wir haben schon wieder keine Steine mehr. Wow, also Steine werden da echt gefressen ohne Ende von den ganzen Bürgern. Na komm, dann stellen wir die Bürger wieder auf normal. Kriegen wir schön viel Geld. Ist ja auch gut. Und dann verbraten auch keine Werkzeuge mehr. Naja, komm. Das passt schon so. Bald ist es geschafft. Wenn uns nur nicht das Glas Werkzeuge für die Fenster ausgeht, können wir vor Lucius 40 Werkzeuge, sein. 20 Glas. So, ihr müsst schnell arbeiten hier. Es sind die 10 Minuten, die wir auch noch in der Folge theoretisch haben. Ich hoffe, dass wir danach tatsächlich direkt das Ganze hier schaffen. Achso, wir können ja die Fischer mal wieder arbeiten lassen, denn wir verlieren gerade Fisch. Das ist nicht gut. Dann sollten wir auch... Oh, und Lederwämser sind auch gerade ein Problemfaktor. Da sollten wir uns also auch drum kümmern. Okay, wie sieht es denn hier aus mit unserer Lederwämser-Produktion? Wir haben 3 Lederwämser. Wir haben... Was braucht man dafür für die Lederwämser eigentlich? Wir brauchen dafür diese Tierhäute. Wir haben keine Tierhäute. Okay, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch einen weiteren Schweinestall. Und haben dafür nicht genügend Holz hier, weil wir natürlich nicht genügend Holzfäller hier haben. Das ist natürlich ganz bescheuert. Dann müssen wir mal Abhilfe schaffen. So, bitteschön. Arbeiten, wir brauchen Holz. Wir brauchen noch ein bisschen Holz. Das können wir uns nochmal geben. Ja, wir sehen, Holz braucht so ein bisschen Rohstoffe. Okay, also wir kriegen auch bald fette Unterstützung von der Flotte. Hauptsache, ist der Dom wird fertig. Oh ja. Das Glas für die Fenster ausgeht, oh ja, das kriegen wir doch hin hier. Das schaffen wir doch. Ich bin sehr zuversichtlich jetzt. So, die Steinmetzhütte hier ist angehalten. Warum auch immer. Warum habe ich denn die Steinmetzproduktion angehalten? Ach so, weil ich ja keine Steine brauchte in dem Moment. Ha, ich erinnere mich. Komm, Glas schmelzen. Arbeiten! Arbeiten! Alle müssen arbeiten. Wenn ich die Gebäude schon habe, dann sollen sie auch vernünftig was tun. Ich bin nur gespannt, was passiert, wenn Lucius dann hier mitkriegt, dass es hier so langsam den Bach runtergeht. Dann wird er wahrscheinlich sagen, ja, aber ich kann auch hier gar keine Kriegsmaschinenwerkstatt bauen, weil, ach so, doch, ich könnte. Ich könnte eine Kriegsmaschinenwerkstatt bauen. Das wäre auch ziemlich pfiffig, das mal zu tun, ehrlich gesagt. Sobald wir ein paar mehr Steine haben. Sobald wir ein paar mehr Steine haben, mache ich das auch direkt. Wie sieht's aus hier? Wie viele Steine haben wir hier? 42 schon wieder. Wow. Ja, das geht aber ziemlich rapide hoch. Ja, dann holen wir doch nochmal ein paar Steinchen. Ist ja wohl keine Frage. Für alle Fälle. Dann bauen wir eine schöne Kriegsmaschinenwerkstatt. Ich meine, Geld haben wir jetzt wieder eine gute Menge. Das, ja, das ist sehr schön. Wir alle können stolz sein auf das, was wir hier geschafft haben. Das ist korrekt. Darauf können wir sehr stolz sein. 9 Steine haben wir jetzt. Und jetzt haben wir 10 Steine. Okay, dann bauen wir jetzt mal so eine Werkstatt hier. Boom. Geil. So. Da werden dann Holz und Seile benutzt. Bald ist es geschafft. Wenn uns nur und nicht das Glas für die Fenster ausgeht, wenn die können rei, wir vor Lucius fertig sein. Sollte ich vielleicht auch dann wieder einen standardmäßigen Start bringen. Bald so. Ist es geschafft. Wie sieht wenn aus? Uns nur nicht das okay. Glas für die Fenster ausgeht, es ist so gut wie erledigt. Es ist so gut wie erledigt. Und zwar mit einer Punktlandung. 4 Minuten vorm Ende. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, noch ein mein Gott, wir haben es geschafft. Der Kaiserdom ist tatsächlich vollendet, dass ich das erleben darf. Lasst uns hoffen, dass wir so Kardinal Lucius Vorhaben vereiteln können. Sieht geil aus, auf jeden Fall, der Dom. Der sieht sehr geil aus. Was? Nein, das kann nicht sein. Wie kann euer Kaiserdom jetzt schon fertig sein? Ihr habt betrogen. Ja, so muss es sein. Dafür werden wir ja büßen. Aha. Okay. Gut.
dann werden wir wohl dafür büßen. Aber jetzt kommt erstmal unsere Unterstützung. Northburg, mein lieber Vetter. Euren Freunden und euch haben wir unsere Genesung zu verdanken. Ach so, jung sieht er aus, der Kaiser. Nun sollen die Getreuen der Krone belohnt und die Eigenmächtigen bestraft werden. Okay. Wir übertragen euch das Kommando über die kaiserliche Flotte. Vernichtet Lucius. Geil. Okay. Wir helfen natürlich auch gleich mal mit. Oh. Oder auch nicht. Wir haben 113 von 22 Schiffen. Und nun zu euch, okay. Lucius. Wir bezichtigen euch des Hochverrats. Dieser Kreuzzug war weder von uns befohlen noch gebilligt. Als Mann der Kirche obliegt es zwar dem Papst, über euch zu richten, aber wir werden dafür sorgen, dass ihr wohlbehalten zu ihm gelangt. Zum Angriff, meine Freunde. Okay. Der Kaiser befiehlt Ihnen, die Kriegsflotte des Kardinals zu vernichten. Ja, dann machen wir das doch. Ihr verkennt die Lage, Majestät. Nicht ich bin der Hochverräter. Northburg, euer eigenes Fleisch und Blut. Ja, ja, klar. Und seine Komplizen sind es. Ich werde es euch beweisen, indem ich sie alle vernichte. Ist klar. Eine Vision. Oh, Marie ist auch ich da. Sehe euch. Auge in Auge mit Lucius. Ihr kämpft erbittert. Allein. Es scheint Gottes Wille zu sein, dass ihr den Kardinal vernichtet, nicht ich. Ja. So sei es denn. Nehmt meine Schiffe. Gott möge euch beistehen. Oh, deine Schiffe auch? Sehr cool. Dann nehmen wir die auch. Okay, danke Marie. Noch immer kreuzen Schiffe des Kardinals durch diese Gewässer. Ja. Keines soll geschont werden. Natürlich nicht. Noch immer kreuzen Schiffe. Okay, können wir eigentlich hier unten noch was Geiles kaufen? Moment, wo ist denn hier unser... Was hat der... Hat der noch irgendwas Geiles? Erhöhte Sichtweite, erhöhte Produktivität. Zusätzliche Karren? Nee, Schiffszimmermann. Das ist cool. Oh, erhöhte Trefferpunkte. Ja. Okay, komm, schalten wir mal frei hier. Oh, und erhöhter Schaden auch noch. Oh, geil. Komm. Oh, was ist denn hier los? Moment, halt. Ein. Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Halt, Moment. Ihr seid mir schon viel zu lange. Ein Dorf. Für euch gibt es keine Vergebung. Ey, was soll das denn hier? Ihr sollt in der Hölle schmoren. Moment mal. Das, was ihr getan habt. Zum Glück hab ich ja... Ich hab ja zum Glück Lucius Flagge an Bord. Kommt her hier, meine Schiffe. Macht Lucius verdammte Flotte kaputt. Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Feindliche ja. Schiffe werden in Hoheitsgewässern. Okay, ja, die verlieren wir jetzt. Aber es ist egal, wir müssen nur noch kämpfen. Wir müssen nur kämpfen. So, passt auf. Passt auf wieder hinten. Okay, nehmen wir erstmal hier die Waren mit. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Okay, drauf da. Erstmal die fetten Schiffe hier. Lucius Armada, sie verfolgt meine Flotte. Meine Schiffe sind schwer beschädigt. Einige bereits gesunken. In Gottes Namen, oh. Hilf! Ein Gegner hat geschossen. Oh, shit. Wow. Die greifen ganz schön krass an hier. Eine Person kommt zum So, jetzt machen wir die ganzen kleinen Schiffe hier wieder. Okay, du fährst erstmal hier aus dem ganzen Getümmel raus, bitte. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr. Okay. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ja, das ist mir jetzt gerade egal. So, und was passiert hier? Hier wird gerade fett. Eines ihrer Schiffe steht unter Beschuss. Okay, ja, da kommen wir auch gleich hin. Alles gut, wir müssen erstmal hier die hier fertig machen.
So, du musst zum Reparaturkran, bitte. Ihr seid mir schon viel zu lange ein Dorn im Auge. So, drauf da. Ich werde euch auswärts bis nichts mehr an eure erbärmliche Existenz erinnern. Okay. Sehr gut, dann zu den nächsten hier. Ach so, mit denen können wir hier auch angreifen. Dann machen wir das doch auch noch mal. Oh yeah. Alle drauf. Eine riesen Schiffsschlacht. So, da unten, was geht hier ab? Da kommen auch noch welche. Okay. Schade. Wie gemein. Wir können doch nicht einfach uns so niedermachen hier. Von welchen Dämonen ist Lucius besessen? Ja, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht, von welchen der besessen ist. Aber wir kommen da auf jeden Fall mal hin zur Hilfe und werden mal alles vernichten, was er da so, rumliegen hat. So, wir haben auf jeden Fall, sind hier angekommen und werden gerade repariert. Das ist sehr geil. Fällt mir. Noch immer kreuzen Schiffe des Kardinals. Ja, noch immer kreuzen Schiffe. Ich werde das jetzt zu Ende bringen. Keine Angst. Das ist eins von Maries Schiffen gegen Kardinal Lucius Angriffe. Oh, okay. Moment, das heißt, wir sollten vielleicht ein paar Schiffe hier bei Marie oben im Norden. Eine Produktion kommt zum das Erliegen. Ganze hier ein wenig zu sichern. Bitte beeilt euch. Meine Flotte ist... Ja. So. Okay, Kardinal Lucius Flotte ist ja schon fast komplett kaputt. So, wo sind meine Schiffe hier? Meine Güte, beeilt euch mal. Wir haben hier noch was zu versenken. Ja, die wollen es jetzt aber auch echt wissen. Ja. Ja, schade. Ich glaube, das werden wir nicht rechtzeitig schaffen. Ich glaube, das Schiff wird kaputt sein, bevor wir hier eintreffen. Haben wir dann die Mission verloren oder was ist dann los? Das wäre natürlich richtig schäbig, wenn wir nur... Allah hat uns verlassen. Lucius' Flotte war zu mächtig. Ja. Keines meiner Schiffe konnte seinem Ansturm standhalten. Ja, wie denn auch, wenn du nur Handelsschiffe hast? Lächerlich ist das doch. Lächerlicher Bub. So, keine Angst. Toll, jetzt haben wir natürlich die Quest verkackt. Weil, ja, einfach so halt. Okay, aber es sind anscheinend echt nur noch zwei Schiffe über. Und danach dürfen wir uns ganz entspannt auf die letzten Meter. Wo wollen sie jetzt hin? Wollen sie jetzt hier mir auch noch was versenken? Oder wie? Ach so, ja, ich habe hier noch ein Handelsschiff. Na klar, da wollen sie jetzt auch noch mal ein bisschen zu... Oh, aber das wird nichts, meine Kollegen. Da werdet ihr jetzt ganz schnell vernichtet. Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Oh, da werden wir jetzt aber ganz schnell dieses kleine Miniaturboot versenken. Das Kardinals ist zerschlagen. Wohlan. Wir hatten keinen Zweifel, dass ihr dieser Aufgabe gewachsen seid. Dankeschön. Das war Rettung in letzter Sekunde. Bitteschön. Dennoch haben wir hohe Verluste zu beklagen. Ja. Geht doch, alles gut. Alles gut. Von Bord gesprungen? Tatsächlich? Wie wir soeben erfahren, konnte Lucius fliehen. Macht den Verräter endlich ausfindig und bringt ihn umgehend zu uns. Was? Na, Tückingen? Wo ist denn Tückingen nochmal? Tückingen, ich brauche die Korte. Wo ist Tückingen? Gerstingen? Ist das Tückingen? Ja, das ist Tückingen. Okay, irgendwo da ist er ins Wasser gehüpft. Okay. Schickt uns nicht weg. Fällt mir jetzt direkt ein Stein. Klar, wir haben ja sonst nichts zu tun hier. Okay, irgendwo hier ist er ins Wasser gehüppet. Okay, dann schauen wir mal, ob wir ihn hier irgendwo aufspüren können.
Ja, wir fahren einfach mal mit dem Schiff hier drum rum. Mal gucken. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Ach, kaufen kann er noch was. Seine Sachen sind zwar alle kaputt, aber er kann sich noch was kaufen. So, schauen wir doch mal, ob wir noch irgendwo was finden, was aussieht wie der Kardinal. Den müssen wir jetzt irgendwo hier finden. Der ist einfach... Wieso ist der denn einfach ins Wasser gehüpft? Ist ja ein bisschen lächerlich. Warum macht er sowas? Oh, okay. Moment. Wir müssen den Wachturm kaputt hauen. Eines der Schiffe wird angegriffen. Oh. Scheint. Ihr Schiff wird Ziel gegnerischen Feuer. Mir scheint, wir kriegen es nicht hin, da jetzt erstmal so durchzukommen. Dann gucken wir mal, dass wir nur das Ding da, den haben wir. Okay. Sie haben neues Land gesichert. Na, das ist ja toll. Warte mal, was hier unten? Aha, da hat er sich verkrochen. Na, wartet mal ab. Na, warte mal ab. Okay, erstmal die Kleinen hier vernichten. Wumm, wumm, wumm. Ja, es ist zu spät. Es ist zu spät für dich. Lucius, du wirst vernichtet. Ich werde dich auf die Abgründe des Meeres befördern. Naja, vielleicht auch nicht. Mal Versager. Ich bin nur von Versagern umgeben. Dafür werden Köpfe rollen. Okay, hoffentlich deiner. So, bitteschön. So, nach Domstadt müssen wir ihn bringen, wa? Bringen wir ihn mal hierher. Macht euch bereit für das jüngste Gericht. Oh. Okay. Der Hafenabwehrturm hat uns standgehalten. Wir haben ein Schiffchen verloren. Das ist natürlich nicht so toll. So, aber unsere Flotte fährt jetzt zurück. Und die Mermaid, die wird sich jetzt auch hier erstmal reparieren lassen. Damit wir... dann das Schiff auch wirklich wieder benutzen können. Na, da sind wir doch mal sehr gespannt. Hui. Das war ja nochmal eine Schlacht. Aber cool. Bin aber trotzdem überrascht, soll es wirklich schon die letzte Mission gewesen sein? Ich meine, ja, es wirkt schon alles so wie letzte, aber ich meine, wir haben ziemlich wenig mit solchen Heerlagern oder so gemacht. Das überrascht mich ein wenig. Aber, ja, trotzdem sehr geil. Ach, sein Dom ist jetzt auch fertig. Die Vergangenheit begraben. Ich vergebe euch eure Unwissenheit. Naja, und klar. Ihr lasst mich gehen. Der Kaiser muss ja nicht davon erfahren. Naja, klar. Triefnass und äußerst wütend. Ja, ist klar. Der Kaiser muss nicht davon erfahren. Das, doch, davon wird er erfahren. Da werde ich schon für sorgen. Kardinal Lucius, du lächerliches Biest. Gebt den Verräter heraus, auf ja. Dass er sich für seine Taten verantworte. Ja. Wohlan. Ihr gehört wahrlich zu den getreuesten Vasallen meines Reiches. Selbstverständlich. Wir werden eure Taten nicht vergessen. Dankeschön. Das will ich doch sehr schwer hoffen. Juhu. Ihr begeht einen Fehler. Nicht ich bin es, der eure Macht schwächt. Diese Heiden sind es. Alle, die mit ihnen gemeinsame Sache machen. Ihr solltet mir dankbar sein, anstatt mich zu verbannen. Nur verbannen? Ich dachte, er wird wenigstens gleich hingerichtet. Was soll das denn? Verbannung? Ist ja lächerlich. Lächerlich. Schweigt, Lucius. Denkt ihr, wir wüssten nicht, dass ihr uns vergiften habt lassen, um die Macht zu ergreifen? Ihr werdet die Verantwortung für eure Taten übernehmen. Ihr hingegen, meine Freunde, habt euch als treue Vasallen unseres Reiches erwiesen. Nehmt unseren Dank. Sehr gern. Das ist doch eine schöne Fanfare. Majestät, ich fühle mich geehrt.
Aber es ist nicht mein Verdienst, dass sich alles zum Guten gewendet hat. Vor allem mein Schützling hier war es, der die Völker vereinte und Schlimmeres verhinderte. Ich bin ein Schützling. Na, da sieht aber jemand sehr stolz aus, der gute Richard. Northburg hat recht. Fast hätte ich mich täuschen lassen. Ich wäre in einen Krieg gezogen, der nicht Gottes Wille war. Nur euch ist es zu verdanken, dass es nicht dazu kam. Ja, auch da ist wieder die Frage, was ist Gottes Wille und was nicht. Ne? Vielleicht war es ja auch Gottes Wille, dass sie das Kardinal Lucius sich in der Tat. Allah, in seiner unendlichen Weisheit war es, der euch zu uns führte. Ihr habt viel für uns getan. Aber was ist schon der Dank eines alten Mannes gegen den des mächtigen und ehrenwerten Sultans? Tja, und ich glaube, wir hätten noch viel mit dem Großvezier machen können. Mal sehen. Salam alaikum. Ach, der Sultan! Mein Großvezier hat mich über alles informiert. Euch gebührt mein Dank, dass ihr diesen Kreuzzug verhindert habt. Lasst uns die jüngsten Ereignisse als Mahnung nehmen, auf dass sie sich nie wiederholen mögen. Tja, ist zwar passiert, aber... Nun ja, danke für dein Auftreten. Hakim Abd al-Zar. Sieht doch aus wie Hakim. Echt mal. Das müsst ihr doch auch zugeben. Und der schöne Dom. Und damit ist es geschafft. Und wir haben wahrscheinlich nicht alle Quests geschafft. Mit Abstand vermutlich nicht. Aber das ist egal. Dem sei verziehen. Und... Wow, was für ein abrupter Abbruch. Okay, anscheinend habe ich tatsächlich nur eine Quest... Ne, zwei habe ich nicht geschafft. Vergeltung nicht und Spione gesichtet. Ach ja, weil ich einmal die Spionenquest verkackt habe. Ja, ja, okay. Aber wir haben trotzdem eine Menge Punkte. Sie haben folgenden Titel, einen Ritter des, Retter des Reiches. Folgende Medaille, kaiserliches Siegel in Silber. Oh yeah. Kommt jetzt noch irgendein Abspann oder geht es jetzt einfach so zum Hauptmenü? Wir gehen einfach so zum Hauptmenü. Damit haben wir es tatsächlich geschafft, diese Kampagne abzuschließen. Und tatsächlich das Tor zur Welt. Oh ja. Können wir natürlich dann auch online spielen. Tatsächlich ist es damit dann für Anno 1404 das Ganze gewesen. Tja, die Frage bleibt natürlich, was folgt nach als Projekt, und ich habe da schon Ideen. Vielleicht übernehme ich mich. Ich habe auf jeden Fall ein Spiel, was ich in letzter Zeit sehr häufig, was heißt sehr häufig, was wir als Gruppe ab und zu mal gespielt haben. Weil es sehr häufig ist etwa ein bis zweimal im Monat gewesen. Also nur damit ihr wisst, wie oft ich doch zum Zocken komme außerhalb von den Aufnahmen. Ja, jedenfalls ist dort ein kleines Spielchen, was auch schon etwas älter ist, was aber auch eine Neuauflage hatte, beziehungsweise eine Verbesserung der Grafik. Das werde ich spielen, und ich habe überlegt, da wir im Moment noch ein paar Tage frei haben, und wenn ich mich nicht übernehmen sollte, dann könnte ich dort auch noch ein weiteres Projekt starten, dass wir quasi zwei Tage Siedler haben, zwei Tage ein Projekt, ein anderes Projekt und zwei Tage noch ein anderes Projekt. Dann hätten wir drei Projekte, das wäre schon wieder eine schöne Sache, und dann hätten wir auch eine ganze Menge Siedler vielleicht wieder, womit wir vorankommen könnten, weil ich ja doch ziemlich viele Siedlerspiele noch weiterspielen muss. Und ja, es sind doch einige Sachen, auf die ich Lust habe, und es gibt viel mehr Spiele, die ich spielen würde, als Zeit, um sie tatsächlich zu erledigen. Zum Glück haben wir Anno jetzt geschafft. Hat ja auch eine Weile gedauert, aber nun ist es durch. Es gibt ja noch die Erweiterung Venedig, ja, aber nein, wir wollen jetzt erst was anderes machen. Und dann gucke ich mal, ob wir dahin zurückkommen, zu den guten alten Erweiterungen. Ja, auf jeden Fall vielen Dank für eure Treue, für eure Kommentare, fürs Zuschauen, für die, die bei Anno durchgehalten haben und mir viele, 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 viele wertvolle Tipps tatsächlich auch gegeben haben. Sei es die App, sei es welche Gebäude man bauen sollte, sei es auch welche Taktiken man fahren sollte, um zu handeln und um Rohstoffe von A nach B vernünftig zu transportieren.
Ihr habt mir sehr geholfen, ihr habt mir wirklich das Spiel doch sehr viel einfacher gemacht, auch wenn ich natürlich viele Kommentare erst gelesen habe, als es schon quasi mal zu spät war. Weil ich ja doch immer ein bisschen im Voraus aufnehme. Aber nichtsdestotrotz hat mir sehr geholfen und ich habe es begrüßt, dass ihr euch sehr für dieses Projekt interessiert habt. Das finde ich durchaus bemerkenswert, weil tatsächlich ja außer Siedler 5 sonst selten Projekte auf meinem Kanal wirklich angenommen werden oder viel gesehen werden. Und auch Anno hat nicht wahnsinnig viele Aufrufe, aber dafür verhältnismäßig viele Kommentare. Und von daher bin ich sehr zufrieden, wie das Ganze gelaufen ist. Mir hat Spaß gemacht. Euch auch, denke ich, sonst wärt ihr ja nicht dabei geblieben. Und wir sehen uns auf jeden Fall bei anderen Projekten wieder. Ich hoffe, ihr habt die Lust nicht verloren und habt Lust auf neue Abenteuer, denn ich bin schon heiß, muss ich sagen. Und ich möchte auch, dass ihr, ja, heiß geölt wie Frittenfett seid, damit wir dann in die neuen Abenteuer starten können. Also setzen wir die Segel und, ja, auf Wiedersehen für dieses Projekt und dann auf ein baldiges Hallo zu einem neuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und macht es gut.